Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind immer noch auf der Siegestraße. Wir haben aber im letzten Part, wie heißt es denn? Lapras gefangen. Aha. Oh. Sind wir durch? Oh mein Gott, wir sind durch, glaube ich, oder? Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Das war die kürzeste Siegestraße aller Zeiten. Die kam mir jetzt gar nicht so lang vor. Ja. Okay. Wir schaffen das. Ah. Krieg ich jetzt neue Klamotten? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Indigo Plateau, wir haben es geschafft. Wir sind in der Liga. Oh mein Gott. Howdy, zukünftige Champ, wie geht's, wie steht's? In der Pokémon-Liga musst du nacheinander gegen die Top 4 antreten. Wenn du bei einem Kampf den Kürzeren ziehst, musst du wieder ganz von vorne beginnen. Das hier ist die allerletzte Etappe bei deinem Aufstieg zum Champ, also gib alles. Ich war nicht mal dazu in der Lage, das allererste Mitglied der Top 4 zu besiegen. Das ist also das Niveau, auf dem in der Pokémon-Liga gekämpft wird. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Sobald du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer frei. Viel Glück. Hast du dich mit genügend Items eingedeckt? Sind deine Pokémon auch wirklich fit? Das hier ist die letzte Hürde auf dem Weg zum Champ. Also solltest du gut vorbereitet sein, so gut wie du kannst. Hör mal, hast du vielleicht ein Kokobai und willst es gegen meins tauschen? Es ist mein ganzer Stolz, musst du wissen. Na, überzeugt dich das? Ja. Zum Tausch. Ach, jetzt kriege ich hier die Alola-Form. Okay. Die Alola-Form hat ja so einen länglichen Hals. Der hat ja überhaupt keinen Hals und die Alola-Form hat halt einen langen Hals. Oh mein Gott, hätte ich das gewusst, dass wir jetzt eigentlich schon bei der Liga sind, hätte ich wenigstens mich noch ein bisschen vorbereitet. Ah! Man sieht nur nicht mal den Kopf. Pflanze, Drache. Mein Kokobai ist eine Wucht, nicht wahr? In der fernen Alola-Region können sie nach Herzenslust wachsen. Deshalb werden sie auch so riesig. Erstmal verkaufen, Entschuldigung. Verkaufen. Die Premierbälle brauchen wir nicht. Und noch irgendwelche Items, die wir nicht brauchen. Nein, nicht verkaufen. Einkaufen. Hyperbälle ist jetzt schwachsinnig. Top-Tränke, Top-Genesungen. 10. Das finde ich, glaube ich, irgendwie cooler. Na komm. Haben wir alles für Top-Genesung. So viel Geld habe ich gar nicht. So, ist hier noch in der Ecke irgendeiner? Mich nennen alle Madame-Erinnerungen. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon durch Levelaufstieg erlernen können. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern. In Tausch gegen eine Herzschuppe helfe ich deinem Gedächtnis auf Pokémon auf die Sprünge. Ist egal, mach erstmal fit. Wir ehren uns bald wieder. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Jetzt erstmal Beutel. Bonbonglas. Fangen wir von unten an. Spezialverteidigung. Du kannst das gut gebrauchen. Du kannst das, glaube ich, gut gebrauchen. Du kannst ein bisschen mehr KP vertragen. Du? Weil ihr so Tanks seid, kriegst du so. Oh,
200. Grips. Spezialangriff. Bei dem, wo ich denke, dass es echt Sinn macht. Wo ich nicht weiß, ob die mit Spezial angreifen. Robustheit. Verteidigung kann jeder von euch vertragen. Und du noch einmal. Spezialverteidigung. Tut mir leid, falls... Oh, nicht genügend. Okay, den kriegst du noch. 13. Was ist mit euch los? Stärke. Ich glaube, deiner war schlecht, ne? Ja. Zeig noch. Na? Du kannst nur einen kriegen und du kannst noch einen kriegen. Flottbonbon. Da kann jeder eins kriegen, auf jeden Fall. Manchmal ist wirklich die Schnelligkeit entscheidend. Und wir gucken mal. Turtok könnte auch auf jeden Fall noch Schnelligkeit brauchen. Die sind doch recht langsam. Spezialangriff. Nein, das sollte doch jetzt auch egal. So viel hätten eh nicht. Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Und dann haben wir noch Sonderbonbons, ne? Das ist so krass eigentlich. So, jetzt kommst du auch nämlich auf 100. Verteidigung. Machen wir erstmal die, die nur wenige brauchen. Und gucken, wie viel denn noch für die anderen übrig bleibt. 11. Das kann keiner mehr. Flottbonbon. 30. Wieso haben wir so viel? So. Spezialverteidigung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mache. Ich gebe einfach ein. Diesmal fangen wir mal von hinten an. Verteidigung ist nämlich auch sehr gut. Elisabeth braucht, glaube ich, keine gute Verteidigung. Elisabeth ist ein Tank. Ich bin so aufgeregt. Ihr auch? Energiebonbon. Du kannst noch ein bisschen... Du kannst... Oh, du bist auch schon fast bei 200. Stärke. Na, langsam aber sicher wird's. Dann können wir die zwei Bonbons auch verkaufen. Die braucht man denn einfach gar nicht mehr. Und die hätte ich ganz gerne. Du auf jeden Fall. Und du, komm. So, dann kann jeder hier auf jeden Fall zwei haben. Initiative ist immer gut. Je schneller wir sind, desto besser. Die anderen konnte ich nicht verteilen, weil
Und du noch? Weil von den anderen braucht man einfach zu viel. Okay. Dann machen wir erstmal Level-Angleichung. Okay, und dann gehen wir jetzt einfach schön da rein, ne? 62. 62. Oh mein Gott! Das ist doch so krass einfach. Und dann kriegen die auch so richtig, glaube ich, nochmal so gut Stats, ne? Das sind 6, so. Luftschnitt. Was ist besser, Luftschnitt? Nein. Nein, dass er lernt, nicht fliegen bleibt. 10 Uhr, Level 63. Platon 63. Bis jetzt will keiner mehr was lernen, das ist vollkommen in Ordnung. Außer halt Sokrates mit seinem Luftschnitt, aber Luftschnitt ist kacke. Wir haben Fliegen. Fliegen ist wesentlich geiler. So. Dann fahren wir noch. Ich würde sagen, alle außer Elisabeth. Das ist so krass einfach. Wir gehen mit Level 64 Pokémon einfach mal in die Top 4. Und ich glaube, die sind erst halt bei... Die sind nur bei 55? Den verkaufen wir das mal. Zwei Bonbons verkaufen wir jetzt. Dann können wir wieder von vorne anfangen zu sammeln. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ah, ich bin so aufgeregt. AP Plus können wir noch benutzen. Ich bin wunschlos glücklich. AP Plus auf Freud. Weil, ich hätte ganz gern Zauberschein noch mal ein bisschen weiter nach oben. Und dann gucken wir mal, wer als... Steht hier irgendwo, wer als erstes? Nee. Schade. Oh mein Gott, es geht los, es geht los! Die hat Eis. Dann Sokrates nach vorne. Abspeichern. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. So, abgespeichert ist es denn. Los. Was geht ab, Mädchen? Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin... Ach, du bist es. Du hast mich ziemlich lange warten lassen. Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand ist so gut im Einsatz von Eis-Pokémon wie ich. Attacken, die den Gegner einfrieren können, eine verheerende Wirkung haben. Warum? Tja, das liegt ja wohl auf der Hand. Sobald ich dein Pokémon in Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Haha, also bist du bereit? Wie die auch auf ihrem Lapras da hockt. Mit Eis. Sie hat 4 Jugend. Die Frage ist das Eis oder ist das Wasser? Machen wir Flammenwurf. Wir gucken mal. Wasser. Kaskade. Es ist ein Wasser-Pokémon. Nietzsche. Ich hätte wirklich gedacht, sie hat... Na gut, so viele Eistypen gab es gar nicht, ne? Die Frage ist, wie... Kaskade tut nicht sehr weh. Das ist. Hast du nicht irgendwas von einfrieren gesagt? Ja, wollte gerade sagen. So effektiv. Jugong wurde besiegt. Rossana. Rossana ist jetzt aber ein Eis-Pokémon. Da kann auf jeden Fall Sokrates raus. Und den Flammenwurf machen. Ding,
Mann, dass ich die Typen nicht weiß. Und dabei haben wir noch einen Jugong, ne? Das ist das Schreckliche. Wir haben einen Jugong. Austos, Austos. Wir machen mal weiterkämpfen. Ich glaube, es ist ein Eistyp mit einer hohen Verteidigung. Ja. Vielleicht doch mit so einer hohen Verteidigung, aber immerhin. Einer geht noch. Lapras. Lapras ist Eiswasser. Pokémon wechseln. Wir gehen mal auf Nietzsche und zur Not können wir immer noch wechseln auf Sokrates, aber Lapras kann auch Wasserattacken. Und ich will gucken, ob ich nicht vielleicht einen Donner schmeißen kann. Das wäre sehr geil. Donner? Ja! Oh, die hat noch zwei. Oh. Okay, jetzt hat sie nur noch eins. Lamus. Bleib da drin. Ich bitte dich. Ein Eispsycho-Pokémon. Quatsch, nicht Eispsycho. Wasserpsycho. Du willst denn damit erschrecken? So. Die haben wir schon mal. Top 4. Da ist irgendwas schief gelaufen. Wem sagst du das? 10.000. Jetzt wird mir erst klar, wie viel stärker du geworden bist. Du kannst in den nächsten Raum weitergehen, aber sei vorsichtig. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf das, was dich in der Pokémon-Liga noch erwartet. Ich möchte ganz gerne meine Pokémon heilen. Nein, nicht Klamotten. Heilen. Bitte, bitte. Oh, weia. Wir haben nicht so viel Supertränke. Ich muss damit sinnig. Nicht... Obwohl, wir haben Supergenesung, habe ich ganz viel geholt, oder? Hypertränke haben wir auch noch 100. Top-Ether, Eisheiler, Top-Genesung, Top-Tränke, Top-Genesung. Ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt. So. Du hast vielleicht, eventuell, maybe, Kampf-Pokémon? Du siehst schon so aus. System nicht ausschalten. Ich bin Bruno von den Top 4. Wer nie stillsteht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer wieder über sich selbst hinaus. Das gilt für Menschen wie für Pokémon. Nach dieser Philosophie habe ich mich selbst und meine Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dein Name lautet Maika, nicht wahr? Sieh dich vor, denn du darfst gleich die Früchte unseres beinharten Trainings auskosten. Wow! Hat er sich einfach auf den Boden geschmissen. Er hat auch 5. Onix. Onix ist doch kein Kampf-Pokémon. Onix ist ein Gesteins-Pokémon, du Vogel. Ach. Pokémon. Satan, komm doch mal raus. Du. Ach, du bist ein Drecksvogel. Tarnstein. Ja, danke. Tarnsteine wird wehtun. Naja, vielleicht kann ich ja noch mit den mit Onix, Quatsch, nicht mit Onix, mit Platan noch ein bisschen weitermachen. Wenn er Dings hat. Nokshan. Pokémon wechseln. Auf Freud. Und Freud kriegt wahrscheinlich jetzt massiv Schaden. Wegen Tarnsteine. Das freut mich ja. Aber vielleicht kommen wir jetzt so durch. Der Schaden hält sich nur in Grenzen. Psychokinese. Ich hoffe, der hat jetzt nur Kampf-Pokémon und nicht dauernd hier Wechselei zu Kampfstein, Kampfstein. Dann wäre ich ein bisschen zickig. Mach schon mal, nee. Weiterkämpfen. Die Tür.
Zahnstein dürfte mich nur treffen, wenn ich einwechsle, ne? Genau. Psychokinese. So, das waren jetzt schon drei. Zwei kommen noch. Quappo, Quappo. Bleiben wir drin. Ich will nicht, dass Nietzsche jetzt unnötig ein Dings kriegt. Wieso mal Kaskade? Ich raff's nicht. Wieso Kaskade? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na gut, er ist ein Wasserkampf-Pokémon. Das auf jeden Fall. Kickli, weiter. Es ist unnötig, jetzt einen also rauszuwechseln. Psychokinese. Yes! Weiter so. Ding. Freut. Freud muss gleich geheilt werden. Wie konnte das nur passieren? Ja, das fragen sich alle. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Im nächsten Raum wartet bereits eine weitere Herausforderung auf dich. Ja. Das war Geist, ne? Oder? Äther einsetzen auf Freud. Psychokinese. Die Frage ist, bleiben wir mit Freud drinne? Ich weiß es nicht. Die hat Geist-Pokémon. Speichern. Und ich meine, wir sind mit Psychokinese gut gegen Geist angekommen. Ich bin Agathe und mein Zeichenmitglied ist Top 4. Wie ich höre, hält euch große Stücke auf dich. Der alte Knacker war früher mal ein Trainer von Format und nicht völlig unattraktiv. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heutzutage beschäftigt er sich Tag ein, Tag aus nur noch mit seinem Pokédex. Was für eine Zeitverschwendung. Pokémon sind zum Kämpfen da. Pass schön auf, ich werde dir zeigen, was ein echter Pokémon-Kampf ist, Maika. Wow! Jetzt will sie mich mit ihrem Stock verhauen. Dim. Dim, dim. Die hat auch so, die hat Geist-Pokémon. Arbok. Die hat aber auch Gift-Pokémon. Das heißt, wenn ich Psychokinese mache und relativ schnell durchkomme mit Psychokinese als erstes angreife, dann haben wir gute Chancen. Weil sind wir mal ehrlich, in der Kampfarena, Quatsch, nicht Kampfarena, gegen Koga, in seiner Unlicht-Gift-Arena, nee, Gift-Arena war das, glaube ich, ne? Sind wir gut durchgekommen mit Psychokinese. Gengar ist schon die voll entwickelte Form, müsste wahrscheinlich zwei machen. Aber bitte, ich meine, Psychokinese ist so ein harter Angriff hier. Gott sei Dank. Smogon, weiter. Jetzt sind wir gut dran. Psychokinese. Bis jetzt haben wir es noch ganz gut. 911. Gengar. Kriegen wir hin. Oh mein Gott. Wir rasieren die voll ab. Das ist so krass. Einfach immer ab. Psychokinese. 54 ist der. Ja gut, der könnte das vielleicht zwei tanken. Also einen. Oder auch doch nicht. Oh mein Gott. Agathe, was ist los bei dir? Ha? Und da wechseln wir das Pokémon auf Nietzsche. Weil Nietzsche darf auch mal kämpfen, wenn wir mal ehrlich. Komm. Müssen ja auch mal ein bisschen Vorsicht walten lassen, was hier unsere APs angeht. Ne? Machst du Donnerblitz?
Zauberkarte, was sagst du? Hey, dein Talent ist wirklich beachtlich. Du gewinnst 10.000. Der Sieg geht an dich. So langsam verstehe ich, was Eichen sieht. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Es ist Zeit, betritt den nächsten Raum. Wir haben nicht mal Schaden gefressen, ne? Team, ich weiß, der hat Drachen-Pokémon. Aber der hat so eine Mischung aus Drache-Dings. Ich glaube, wir gehen mit Nietzsche nach vorne. Ich weiß nicht, womit der anfängt. Ich glaube mit Sepa. Ich weiß, dass der einen Sepa hat. Und einen Dragonier und einen Dragoran und alles was. Aha, du bist also Maika. Ich bin Siegfried, Drachenprofi und Oberhaupt der Top 4. Drachen-Pokémon sind mystische Lebewesen und Gegenstand zahlreicher Legenden. Sie lassen sich nur schwer fangen und trainieren. Doch die Mühe lohnt sich, denn gut trainiert sind sie nahezu beinahe unsiegbar. Ihre Körper sind derart robust, dass halbherzige Angriffe einfach nur an ihnen abprallen. Ey, damals hat jeder richtig gekämpft gegen einen Draugoran. Aber gut, dann lass uns mal anfangen. Oder hast du etwa vor zu kneifen? Schicke Klamotte. Er hat auch. Ha! Simon! Edge! Bebebe ist ein Wasser-Pokémon. Du kannst mir gar nichts. Du kannst mir. Obwohl. Ist er Drache? Wasser-Drache? Donnerblitz. Ich hätte Donner machen sollen. Nee. Reicht so. Haha! Der erste. Das ist der erste Down. Ah, Aerodactyl. Weiterkämpfen. Der ist Steinflug. Das ist echt hart. Ich hoffe, dass Donner durchkommt. Ja! Kein Erdbeben. Nein! Nietzsche ist ausgewichen. Ha! Scheiß auf Erdbeben, Alter. Oh, Gott sei Dank. Macht mich nicht unglücklich, Alter. Gyarados. Ha, kannst gleich drinnen bleiben. Vierfach schwach. Aber Gyarados ist kein Drachentyp. Gyarados ist Wasserflug. Er sieht aus wie ein Drache, ist es aber nicht. So, und jetzt kommt sein Dragoran. Heute erreicht Level 45. Nee, Glurak? Bitte was? Ach, der hat noch zwei. Torü. Der hat ja noch zwei. Wozu habe ich mir... Oh, Luftschnitt. Luftschnitt tut aber nicht weh. Oder? Nee, komm. Komm. Donner. Donner ihn rein. Dankeschön. Jetzt kommt sein Dragoran. Sagst du mir, dass dein Dragoran kommt? Nietzsche, level up. Denn. Dragoran. Pokémon wechseln. Auf Freud. Zauberschein. Wir werden jetzt so Zauberschein spammen. Wenn nicht, wir haben noch Xeno mit einer Eisattacke. Also zweimal Zauberschein. Ja. Feuerschlag. Hält er aus. So ist nochmal Zauberschein. Und er heilt nicht mal. Er heilt nicht. Und weg war er. War sogar ein Volltreffer. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Top 4. Unfassbar, da fällt es mir nicht leicht, aber ich muss mich der Stärke deiner Pokémon beugen. Du bist wahrscheinlich ein meisterlicher Pokémon-Trainer. 11.000. Der kann, mein Freund. Schwer zu glauben, dass sich mein Drachen hier an dir die Zähne ausgebissen hat. Du hattest einen Drachen drinne. Alle anderen waren keine Drachen. Glurak ist kein Drache. Glurak ist Feuer, Flug.
Garados ist kein Drache, es ist Wasserflug. Aerodactyl ist Fluggestein. Und bei Sepa ist wahrscheinlich nur Wasser. Damit bist du ab sofort du der Schelm der Pokémon-Liga-Maika. Naja, nicht wirklich ab sofort. Denn bevor ich dir zum Titel gratulieren kann, wartet noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar... Professor Eich. Maika, mein lieber Scholli, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Siegfried. Das war echt nicht ohne. Nanu, was schaust du denn so verdutzt aus der Wäsche? Ah, perfektes Timing, Professor. Maika, dein letzter Gegner im Kampf um den Titel des Schelms ist... Professor Eich! Nein, das war natürlich ein Witz. Dein Gegner ist Hans. Er war dir eine Nasenlänge voraus und hat uns die Top 4 bereits vor dir bezwungen. Momentan ist er der amtierende Champ der Pokémon-Liga. Ganz richtig. Bisher wurden Trainer nach dem Sieg über die Top 4 einfach nur als Champs gefeiert. Aber ab sofort wird der Champ auch zu einem offiziellen Teil der Pokémon-Liga. Das ist auch der Grund, weshalb der Professor uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Er möchte nämlich die Krönung des neuen Champs höchstpersönlich beiwohnen. Und wer würde sich für diesen anregenden Zweikampf um den Titel besser eignen als Maika und Hans? Immerhin habt ihr beide Team Rocket das Handwerk gelegt. Nein, nicht ganz richtig. Ich habe Team Rocket das Handwerk gelegt. Nun denn, es ist soweit. Stürze dich in deinen Entscheidungskampf. Kann ich den Drachen ranhaben? Ja. So, den nehme ich. Den nehme ich. Ether auf, Donner. Und ich muss euch leider enttäuschen. Wir machen hier nämlich erst im nächsten Part weiter. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.